Ja, einige von euch haben mir geschrieben, dass sie mit den Kaufvertragsstörungen immer ein bisschen Probleme haben, weil das so viel aussieht und da kommen so viele Fachbegriffe vor. Und das alles auswendig zu lernen, das fällt einigen doch sehr schwierig. Und deswegen habe ich dieses Video gedreht, damit ihr mal seht, dass es im Grunde genommen immer dasselbe ist. Man muss da nicht viel lernen. Das ist relativ logisch alles und es lässt sich, wie gesagt, immer auf die gleichen Tatbestände zurückführen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, man muss sich ein bisschen auskennen mit dem Kaufvertrag. Schaut euch da bitte nochmal das Video dazu an, was ich gedreht habe, zu den Inhalten des Kaufvertrags, damit ihr so ein paar Fachbegriffe, die ich gleich verwende, damit ihr die kennt. Und dann legen wir mal los. Also, die Vertragspartner eines Kaufvertrags sind natürlich Käufer und Verkäufer. Und ich habe euch schon erklärt, dass der Kaufvertrag aus zwei Ebenen besteht, nämlich einmal dem Verpflichtungs- und dem Erfüllungsgeschäft. Und die Kaufvertragsstörungen, die eigentlich nicht Kaufvertragsstörungen heißen, die werden aber immer so genannt, ja, sind eigentlich die Störungen im Rahmen des Erfüllungsgeschäfts. Woran liegt das jetzt? Das liegt daran, dass jeder der beiden Vertragspartner eine Pflicht übernimmt, aus dem Kaufvertrag zu erfüllen. Welche Pflichten sind das jetzt? Der Verkäufer übernimmt Pflichten, die sind logischerweise folgende. Der Verkäufer übernimmt die Pflicht, die Kaufsache in der vereinbarten Qualität, Menge und Art zu übergeben an den Käufer. Guckt euch das nochmal genau an, in der vereinbarten Qualität. Da habe ich euch schon erklärt in anderen Videos, dass das immer ein bisschen problematisch ist. Das kommt darauf an, was ist denn jetzt genau im Kaufvertrag vereinbart. Dann die Menge, die lässt sich natürlich aus dem Kaufvertrag entnehmen. Ist es ein Stück, sind es mehrere? Und in der Art, das ist also das Problem, im Kaufvertrag müsste schon genau zu entnehmen sein, was da jetzt genau übergeben wird. Hier seht ihr also, wie wichtig das nochmal ist, dass man im Kaufvertrag sich genau einigt zwischen den Vertragspartnern. Hier über diese Punkte Qualität, Menge und Art. So, und das Zweite, was man dem Kaufvertrag entnehmen muss, ist der vereinbarte Zeitpunkt, wann hier die Übergabe stattfinden soll. Und da habe ich euch auch schon erklärt, dass das Problem ist, dass man manchen Kaufverträgen gar nicht entnehmen kann, zu welchem Zeitpunkt das jetzt hier stattfinden soll, diese Übergabe. Und im BGB steht ja drin, dass normalerweise, wenn nichts vereinbart ist, der Verkäufer sofort in der Lage sein muss, nach Vertragsabschluss zu erfüllen. Und ansonsten ist im Kaufvertrag eben ein bestimmter Zeitpunkt, ein bestimmter Zeitraum vereinbart und dann kann man den Zeitpunkt aus dem Kaufvertrag entnehmen. Also, Verkäufer muss die Kaufsache so wie vereinbart übergeben und zum vereinbarten Zeitpunkt. Der Käufer hingegen, der ist verpflichtet, im Gegenzug den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Auch hier habe ich euch erklärt, das ist eben ganz wichtig, dass man im Kaufvertrag ersehen kann, ja, wie hat das denn zu erfolgen? Ist hier Barzahlung oder bargeldlose Zahlung vereinbart? Wenn nichts vereinbart ist, gilt ja immer die gesetzliche Regelung. Guckt euch dazu, wie gesagt, nochmal das Video an. Und dann muss er letzten Endes die Kaufsache ab- oder annehmen. Das ist auch mal so ein kleiner strittiger Punkt. Es kommt ja darauf an, ob der Verkäufer liefern muss oder ob der Käufer die Ware abholen muss. Ihr wisst ja, es gilt ja normalerweise nach BGB der Grundsatz, Warenschulden sind Hohlschulden. Deswegen nenne ich das Abnehmen. Der muss also hingehen und das bei ihm holen und dann abnehmen. Oder eben der Verkäufer liefert, wenn es im Kaufvertrag vereinbart ist, dann muss der Käufer die Kaufsache annehmen. So, und jetzt kommt das Problem. Jetzt kommen nämlich diese Störungen im Rahmen des Verpflichtungsgeschäfts. Ja, jetzt müsst ihr euch einfach nur überlegen, welche Probleme können denn hier entstehen? Und ich finde, das ist ganz logisch eigentlich, was jetzt kommt. Es gibt insgesamt vier Möglichkeiten, was da passiert, Entschuldigung, fünf Möglichkeiten, die da passieren können. Und zwar erstens haben wir die Möglichkeit, dass der Verkäufer die vereinbarte Kaufsache gar nicht mehr übergeben kann. Das hängt dann damit zusammen, dass hier eine sogenannte Stückschuld vereinbart wurde. Das heißt, der Verkäufer hat zum Beispiel angeboten, ich verkaufe dir eine gebrauchte Sache und diese Sache kann dann bei der Vertragserfüllung nicht mehr erbracht werden. Das wäre die erste Kaufvertragsstörung, die sogenannte Unmöglichkeit der Leistung. Ja, also dem Verkäufer ist es unmöglich, die Sache zu übergeben, weil die zum Beispiel kaputt gegangen ist. Guckt euch dazu nochmal mein Video zu der Unmöglichkeit genauer an. Da gebe ich euch Beispiele, wann konkret eine Unmöglichkeit vorliegt. Aber eins ist klar, der Verkäufer muss die Kaufsache übergeben. Wenn das nicht möglich ist, haben wir die erste Störung, Unmöglichkeit der Leistung. So, die zweite Sache ist, wenn er das jetzt übergeben kann, dann kann es ein Problem dabei geben, was hier steht. Ja, also die Sache ist nicht so wie vereinbart in der Qualität, in der Menge oder in der Art. Und dann haben wir eine sogenannte mangelhafte Lieferung, zweite Kaufvertragsstörung. Der Verkäufer kann übergeben, aber nicht wie vereinbart. Hier ist das Wichtige, wie vereinbart. Ja,
Guckt euch dazu nochmal die Inhalte des Kaufvertrags genauer an, also was man hier konkret übergeben muss, weil es hier dann diese Störungen gibt. Und der Käufer ist also der Meinung, er hat nicht wie vereinbart geleistet, deswegen mangelhafte Lieferung. Ich habe das mal hier in Anführungsstrichen gesetzt, weil in dem Video zur mangelhaften Lieferung erkläre ich euch nochmal, warum ich den Begriff mangelhaft nicht schön finde. Ja, man kann ein gebrauchtes Handy verkaufen, das also im Kaufvertrag schon vereinbart einen Mangel hat. Deswegen ist es aber dann trotzdem keine mangelhafte Lieferung. Der Käufer kann ein Samsung-Handy bestellen, geliefert wird ein einwandfreies iPhone, dann ist das trotzdem eine mangelhafte Lieferung, obwohl das iPhone gar nicht mangelhaft ist. Also diese Begrifflichkeit finde ich hier nicht schön und dann finde ich eigentlich auch nicht schön, dass hier Lieferung steht, weil man ja, wie gesagt, im Kaufvertrag gar nicht vereinbaren muss, dass geliefert werden muss. In der Regel muss der Käufer die Kaufsache abholen. Deswegen denkt dran, dieser Begriff ist nicht so schön. Eigentlich ist es eine Abweichung in dem, was vom Kaufvertrag vereinbart ist. Dann habt ihr diese Kaufvertragsstörung eigentlich auch verstanden. So, das nächste ist, der Verkäufer muss zum vereinbarten Zeitpunkt liefern. Dann kann natürlich Folgendes passieren: Er kann liefern und vielleicht möchte er auch oder er möchte nicht, das ist egal, aber schon die Sache wie vereinbart. Aber es erfolgt eben keine Lieferung zum vereinbarten Zeitpunkt. Dann haben wir die dritte Kaufvertragsstörung, die nicht rechtzeitige Lieferung. Ja, finde ich auch logisch. Man hat entweder keine Vereinbarung im Kaufvertrag getroffen, dann muss er sofort leisten, also übergeben. Und das kann er nicht, dann ist es nicht rechtzeitig oder es wurde ein Zeitpunkt vereinbart. Wann muss denn hier der Verkäufer leisten? Und das hält er nicht ein. Also haben wir die dritte Kaufvertragsstörung, nicht rechtzeitig Lieferung. So, dann haben wir hier die ersten drei abgehakt. Das sind Störungen, die der Verkäufer zu verantworten hat. Jetzt kommen die nächsten. Der Käufer muss ja den Kaufpreis zahlen. Macht er das nicht, haben wir die vierte Kaufvertragsstörung, nicht rechtzeitige Zahlung. Ja, auch hier genauso wie bei der nicht rechtzeitigen Lieferung. Wann muss man zahlen? Was ist im Kaufvertrag vereinbart? Und das Letzte ist, er muss die Kaufsache wie vereinbart an- oder abnehmen. Und tut er das nicht, dann haben wir den Annahmeverzug. Schaut euch dazu nochmal die einzelnen Videos an. Es soll ja hier nur darum gehen, dass ihr nochmal eine Übersicht bekommt, dass das im Grunde genommen recht einfach ist. Überlegt euch, welche Pflichten die einzelnen Vertragspartner haben. Guckt euch an, was da gestört sein kann. Dann kommt ihr zu den fünf Störungen, die hier möglich sind. Andere sind eigentlich nicht möglich. So, und jetzt zeige ich euch noch, dass die Rechte, die daraus folgen, auch immer die gleichen sind. Denn wenn jetzt eine Störung vorliegt, einmal hat der Verkäufer die zu verantworten oder einmal der Käufer, dann hat die Gegenseite jeweils einen Anspruch. Und wie ist das geregelt im BGB? Im BGB ist das so geregelt, dass es grundsätzlich erstmal eine vorrangige oder sogenannte vorrangige Rechte gibt und die nennt man immer Nacherfüllung. So, das finde ich auch sehr logisch, denn aus dem Kaufvertrag heraus muss ja jeder der beiden Vertragspartner diese Dinge hier erfüllen und wenn eine Störung vorliegt, dann hat er diese Leistung nicht erbracht und dann muss der gegenüberliegende Vertragspartner erstmal dem anderen ermöglichen, dass er nacherfüllt, also die nicht erbrachte Erfüllung nachträglich erbringt. So, das nennt man Nacherfüllung. So, und jetzt könnt ihr sehen, bei einer Unmöglichkeit ist die Nacherfüllung ja schon mal gar nicht möglich. Was soll er denn erbringen, wenn es unmöglich ist? Ja, die Sache ist kaputt, also kann er eine Nacherfüllung nicht erbringen. Jetzt müsst ihr hier wieder gucken, warum kann der Verkäufer die Leistung nicht erbringen? Warum gibt der vor, es ist unmöglich? Und da müsst ihr nochmal schauen, bei Gattungsschulden, da wäre das zum Beispiel gar nicht denkbar. Ja, guckt euch dazu nochmal genau das Video an. Da gibt es ja ein paar Besonderheiten. Aber ich glaube, Nacherfüllung ist klar. So, bei allen vier hier unten ist eine Nacherfüllung möglich. Also hier kann man zum Beispiel eine Reparatur anbieten oder die Sache ist kaputt und ich liefere dann eine einwandfreie neue. Bei der rechtzeitigen Lieferung kann man sagen, okay, du hast jetzt nicht rechtzeitig erfüllt, aber jetzt tu es bitte. Bei der Zahlung ist das dann genauso. Der zahlt nicht rechtzeitig, also muss der andere sagen, dann versuch's bitte jetzt pünktlich zu zahlen. Das wäre dann das Thema Nachfrist, was ich euch gleich nochmal erkläre. Und dann der Annahmeverzug auch hier. Der Verkäufer will liefern, der nimmt nicht an. Dann muss bei der Nacherfüllung der Verkäufer das nochmal liefern. So, und jetzt seht ihr, wenn man diese vier Störungen hier hat und man eine Nacherfüllung anbietet, dann entstehen ja für den anderen Vertragspartner unter Umständen dadurch Schäden. Ja, also zum Beispiel bei der nicht rechtzeitigen Lieferung, die Lieferung kommt zu spät und dann entsteht hier ein Schaden, weil er das schon an einen anderen Kunden verkaufen wollte. Was man auch ganz gut erkennen kann, ist bei der nicht rechtzeitigen Zahlung entstehen hier vielleicht Überziehungszinsen bei dem auf dem Konto.
Und da sagt der Gesetzgeber, du musst nicht nur vorrangig hier die Nacherfüllung, sondern wenn da auch ein Schaden entstanden ist, dann hast du immer die Möglichkeit, als Vertragspartner einen Schadenersatz von deinem Vertragspartner zu verlangen. Aber Achtung, jetzt ist wieder wichtig, dann muss der diese Pflichterfüllung hier auch verschuldet haben. Das ist ganz wichtig. Schadenersatz ohne Verschulden geht nicht. Und das nennt man dann Schadenersatz neben der Leistung, weil man ja die Leistung noch verlangt und den Schadenersatz zusätzlich, deswegen Schadenersatz neben der Leistung. Das ist ja ein Wort, was euch immer schwer fällt. Ja, aber ich glaube, man kann das ganz gut verstehen. Ich verlange, dass er nacherfüllt und mir ist ein Schaden entstanden. Und dann haben wir das Problem. Dann muss der diese nicht erbrachte Pflicht verschuldet haben, der Vertragspartner. Und dazu guckt ihr euch bitte nochmal die Videos an, wie man das genau macht, wird da erklärt. So, dann kommt immer die Frage, ja, wie lange muss ich denn hier dieses vorrangige Recht aufrechterhalten? Das ist klar, hat was mit dem Thema Mahnung zu tun. Da könnt ihr in den einzelnen Videos auch nochmal gucken, wann ist eigentlich eine Mahnung wichtig. Bei Unmöglichkeit gibt das keinen Sinn. Bei mangelhafter Lieferung gibt das im Grunde genommen auch keinen Sinn. Da sagt man einfach, ich möchte gerne, dass du nacherfüllst. Ja, und dann kann man dann sagen, die Reparatur erwarte ich innerhalb von 2 Wochen. Das wäre dann auch sowas ähnliches wie eine Mahnung. Aber eigentlich kommen die Mahnungsgeschichten hier unten bei den Kaufvertragsstörungen 3, 4 und 5 vor. Und da müsst ihr euch nochmal in den Videos angucken. Da gibt es ein paar Sonderfälle, wann man zum Beispiel gar keine Mahnung setzen muss. Ja, aber grundsätzlich vorrangig Nacherfüllung und bei Verschulden der Pflichtverletzung dann Schadenersatz neben der Leistung. Das ist bei jedem der Kaufvertragsstörungen gleich. So, und wenn dann der Fall eintritt, dass diese vorrangigen Rechte nichts bringen, zum Beispiel weil der Käufer sagt, es ist unmöglich, ich kann nicht leisten, das ist kaputt gegangen, oder der Verkäufer sagt, ich kann nicht zahlen, ich habe das Geld überhaupt nicht, dann kann man zu den nachrangigen Rechten übergehen. Das ist auch immer das Gleiche. Und die nachrangigen Rechte führen immer dazu, dass dem anderen Vertragspartner das Recht zum Rücktritt des Kaufvertrags zusteht. Das heißt, der andere Vertragspartner kann immer sagen, okay, du erfüllst nicht, dann werde ich auch nicht erfüllen oder ich verlange das, was ich erfüllt habe, von dir zurück. Das ist der Rücktritt vom Kaufvertrag. Ja, das ist auch bei allen so. Also nehmen wir mal die Unmöglichkeit. Der Verkäufer sagt, die Kaufsache ist in der Zwischenzeit kaputt gegangen, ich kann nicht erfüllen. Dann kann man immer als Partner sagen, als Käufer sagen, ich trete vom Kaufvertrag zurück. Und jetzt seht ihr, dass das manchmal gut ist. Dann sagt man einfach, okay, wir heben den Kaufvertrag wieder auf. Aber da können auch Schäden entstehen. Und dann habt ihr das wieder. Das muss man also nicht unbedingt einfach hinnehmen. Sonst könnte der Verkäufer ja immer sagen oder der Käufer, ich kann nicht erfüllen. Und der andere sagt dann, ja gut, dann heben wir den Kaufvertrag auf. Und deswegen kommt dann immer noch das Verschuldensthema dazu. Also kann man dem anderen nachweisen, dass er das Ganze verschuldet hat. Dann geht es wieder hier in die Richtung Schadenersatz, aber jetzt statt der Leistung. Das ist dann die unterschiedliche Begrifflichkeit hier statt der Leistung. Ich möchte den Kaufvertrag aufheben und dann will ich aber, weil ein Schaden entstanden ist, einen Schadenersatz statt der Leistung. Ja, das wären zum Beispiel, ich setze eine Nachfrist bei der nicht rechtzeitigen Zahlung. Der Verkäufer sagt, du zahlst nicht, jetzt setze ich dir eine Nachfrist und danach werde ich dir richtig Verzugszinsen aufbrummen. Dann haben wir zum Beispiel den Schadenersatz statt der Leistung. So, dann habe ich hier noch eine Sache hingepackt, das ist die sogenannte Preisminderung. Die kommt bei einer Kaufvertragsstörung in Betracht, nämlich bei der mangelhaften Lieferung. Das ist nochmal ein Sonderfall. Müsst ihr euch da nochmal im Video angucken, nur damit ihr wisst, der Vollständigkeit halber, diese Preisminderung ist nochmal ein Recht, was man bei mangelhafter Lieferung hat. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Die Sache hat einen geringfügigen Mangel, die Reparatur kann nicht erfüllt werden. Dann kann der Käufer sagen, okay, ich nehme die Sache so an mit dem Schaden, dafür verlange ich aber eine angemessene Preisminderung. So, wenn ihr diese Logik verstanden habt, dann werdet ihr sehen, dass die Kaufvertragsstörungen immer alle gleich laufen, die Rechte auch eigentlich immer gleich strukturiert sind, mit vorrangig und nachrangig. Und dann guckt euch einfach die Videos jetzt nochmal an zu den Kaufvertragsstörungen, dann dürfte das klar werden.